Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shantae. Beim letzten Mal sind wir endlich in Oasis Town angekommen und wir haben jetzt von Sky den Auftrag bekommen, beziehungsweise nein, den Auftrag haben wir nicht von Sky bekommen, aber wir haben von Sky Hilfe bekommen und sie schickt ihren Vogel los, um uns den Weg zum Dungeon zu weisen. Jetzt frage ich mich nur, in welche Richtung liegt genau der Dungeon jetzt? Ist es der, den wir hier rechts gefunden hatten, auf dem Weg weiter? Ich sehe hier keinen Vogel. Oder ist er nach links? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich möchte jetzt auch ungern wieder in die falsche Richtung laufen, denn das hatten wir schon oft. Was bist du? Ah! Wow, du bist... voll böse. Ich kann dich nicht mal verletzen? Was zum Henker? Oh Gott, da kommt... nee, lassen wir das. Gehen wir erstmal... ja, in die andere Richtung weiter. Aber erstmal, weil ich jetzt Schaden genommen habe, möchte ich nochmal kurz ins Badehaus, um mich wieder voll aufzufüllen. Da ist es, mit dem schönen Wal obendrauf. Und der nicht so hübschen Frau, ist das eine Frau? Ja, da drin. Egal, wir sind voll geheilt. Und weiter geht's. Wir haben noch 3 Leben, das müsste ausreichen. Ich hoffe zumindest, dass es ausreicht. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Also, mehr Leben habe ich auch noch nicht gefunden. Deswegen, na egal, machen wir einfach weiter, das wird schon hinhauen. Und ich muss gerade mal gucken, ob mein Mikro überhaupt an ist. Ja, es ist gut. Das heißt, ich habe das jetzt nicht umsonst aufgenommen. Ah, die Würmer habe ich ganz vergessen. Die sind voll nutzlos, die machen überhaupt nichts, außer mir im Weg zu stehen. Und das bringt nicht wirklich viel, weil ich ja nicht irgendeine Zeitbeschränkung habe. Deswegen sind die nutzlos. Stirb. So, naja, aber immerhin geben sie mir noch ein paar Edelsteine, die ich eigentlich überhaupt nicht brauche nach dem Gecko-Rennen. Ach, du kannst auch noch runterfallen, hallo? Zicke, komm. Mein Mann, Mann. So, den Kaktus laufe ich nicht nochmal. Und ich möchte ungern so viel Schaden nehmen, aber irgendwie sind die Skorpionfrauen ziemlich ungemütlich. Deswegen versuche ich einfach mal über alles drüber zu springen. Ups, so, ja gut. Aua, na toll. Ich schaff's über Würmer zu springen und über Skorpionfrauen, aber über den Kaktus, nein. Das geht natürlich nicht. Na egal, Hauptsache ich komme jetzt hier durch, ohne mich irgendwie lange damit aufzuhalten. Nein. Naja, ich weiß nicht, wahrscheinlich würde ich mehr Schaden nehmen, wenn ich versuchen würde, hier alles zu besiegen. Deswegen, ja, ist in Ordnung so. Ich habe mir schon wieder keinen Weil geholt. Jedes Mal bereue ich es. Dann denke ich mir, wenn ich in der Stadt bin, doch wieder, ach nee, das brauchst du doch nicht. Deswegen, ja, ist ein bisschen doof. Und, wow. Du blödes Teufelchen. Deswegen, ich wünschte mir auch, dass ich, aua, nein, noch ein Treffer. Verdammt. Na gut, kletter ich wenigstens die Leiter hier hoch, dann respawne ich da. Und muss nicht den ganzen Weg zurückgehen, wenn ich sterbe. Und, ja, ich muss mal gucken, ob ich hier durchkomme. Und, ich habe vergessen, ich wollte eigentlich nochmal mein altes Video angucken, um zu gucken, ob ich Nahef mich, also, aua, ob ich mich bei Nahef überhaupt bedankt habe. Also ich habe ja seinen Namen erwähnt, dass er mir hier gesagt hat, mit dem neuen Emulator, welcher funktioniert und so. Und ich weiß überhaupt nicht, ob ich mich bedankt habe. Deswegen sage ich jetzt noch einmal, auch wenn ich es schon getan habe, vielen Dank an dich, Nahef. Also, das Bild ist viel besser. Ich habe schon positives Feedback dazu gehört. Zu den vielseitigeren Grafiken und so. Also, das hat sich echt gelohnt, der Umstieg. Vielen Dank dafür. So. Jetzt muss ich hier irgendwie durchkommen, ohne zu sterben. Lalalala. Kaktus. Ups. Jetzt müsste ich eigentlich auch gleich beim... oh nein, hier sind die Großen. Ja, ich erinnere mich. Das heißt, hier kommen auch gleich wieder die Grenadierkäfer. Und dann müssten wir auch schon beim Dungeon angekommen sein. Theoretisch. Hoffen wir es mal. Vor allem jetzt in der Nacht möchte ich ja eigentlich nicht durchlaufen, weil die Gegner alle viel zu stark geworden sind. Hier, seht euch mal, wie viel dieser Skorpionmann hier aushält. Viel zu viel. Das dauert ja ewig. Ich hänge hier 10 Minuten an jedem Soldaten. Wow. Na, springen wir drüber. Mit dem müssen wir uns nicht aufhalten. Mit dem Teufelchen auch nicht. Und über dich können wir auch drüber springen, ja. Das ist... oh nein. Ui. Das war knapp. Aua. Oh nein. Na, lass mich einfach in Ruhe.
Lass mich doch alle in Ruhe. Ich möchte doch nur durch. Ich möchte hier doch nur durch. Nein, oh Gott. Das war knapp. So, jetzt geh kaputt bitte und gib mir ein Herz. Also, oder ein großes Herz. Das wäre noch besser. Oh, ja, komm schon. Das ist aber kein Herz. Aua. Das war ein Kaktus. Komm, geh kaputt. Dankeschön. Fünf Edelsteine. Ich frage mich, wie viele man maximal einsammeln kann. Ob das hier auch 999 sind oder... Ah, das ist der Tempel. Und da ist der Vogel. Das heißt, es ist richtig. Wrench, da bist du ja. Kannst du mir helfen, hier reinzukommen? Ich bin komplett... Ich habe überhaupt keine Ideen. Ka! Nanu? Was zum... Jetzt wissen wir, woher sein Name kommt. Wrench. Das heißt nämlich so viel wie Schraubenschlüssel. Yeah. Okay, das ist cool. Ich will auch so einen Vogel haben. Oh, herrlich. Okay, danke schön, Wrench. Ich gehe mich noch eben hier speichern. Falls... Oh. So viele Kakti. Falls ich nicht sterbe, kann ich dann wieder hier anfangen und muss nicht wieder ganz aus Oasis Tony herlaufen. Bla, bla, bla. Ja, bitte. Your game has been saved. Toll, und jetzt wird es natürlich wieder Tag. Nein, ich möchte rennen. Ich möchte nicht speichern. Nein. So, wunderbar. Dann gehen wir mal in den Dungeon rein. Danke, Call. Nee, Wrench heißt du. Na, Chantal, geh da rein. Das gleiche Problem wie beim ersten Dungeon. Ich muss erstmal irgendwie da reinkommen. Wo sind wir denn hier gelandet? Herzen! Oh, das sehe ich doch sehr gerne. Steine? Okay, oh, ich wusste doch, dass das nicht nur normale Steine sind. Geh kaputt? Kann ich dich... Ja, ich kann dich so kaputt machen. Weil es hätte auch sein können, dass er wegen seiner Rüstung nicht kaputt geht, einfach so. Aber ich bin mal gespannt, was uns jetzt hier in diesem Dungeon so erwartet. Denn, hui, das war blöd. Weil der letzte Dungeon, der war ja schon... Wow. Der war ja schon ziemlich geil. Also da war ich ziemlich begeistert von. Deswegen bin ich gespannt, was sich WayForward hier ausgedacht hat. Und da ist schon wieder eine Krabbe. Ja, ich gehe hier diesmal ein wenig langsamer entlang. Weil sonst... Achso, ich muss warten, bis er sich bewegt. Sonst kann ich ihn nicht verletzen. Okay. Oh, was? Eine Grenadierkrabbe. Erst Grenadierkäfer, dann Grenadierkrabben. Nicht schlecht. So... Also bisher... Springen wir mal hier rüber. Okay, hier komme ich nicht durch. Bisher ist ja noch nicht so viel Interessantes hier passiert. Aber wer weiß. Wir sind auch noch nicht auf Risky Boots getroffen, was mich ein wenig überrascht hat. Ich dachte eigentlich, die würde sofort hier sein. Komm, geh kaputt. Geh kaputt. Geh kaputt. Okay. Was ist das für ein Mechanismus? Ah, ein Aufzug. Cool. Aber jetzt kann ich nicht runter. Doch. Ah, ich kann mit meinem Haar rufen. Wenn ich dann hoch und runter drücke, kann ich den Aufzug bewegen. Okay, das ist sehr cool. Ja, gucken wir erstmal an, was hier ist. Da kommen wir nicht durch. Ist das ein Krab oder ein Stein? Da kommen wir auch nicht durch. Na gut, fahren wir weiter runter. Dumm-di-dumm-di-dumm. Upsquid. Geheimgang irgendwo? Nein. Na gut. Aber... Doch, ich bin sicher, dass... Ich denke, dass hier irgendwo ein Geheimgang ist, weil... Sonst würden sie den Warp-Squid nicht während der Aufzugfahrt zeigen. Zumindest würde ich das nicht tun. Oder es soll einfach nur da sein, damit die Aufzugfahrt nicht so langweilig ist. Na egal, gucken wir mal hier. Oh, das ist auch zu. Da brauchen wir einen Schlüssel. Und hier brauchen wir auch einen Schlüssel. Was soll denn das? Müll. Dann geht's ihm weiter runter. Jetzt sind wir bei der Lava angekommen. Ich bin rot. Ich bin rot. Was zum Henker? Ich bin rot. Jetzt bin ich blau. Okay. Machen wir erstmal das Rote. Das sah nämlich Chantae noch am ähnlichsten. Jetzt bin ich gespannt. Was genau soll das jetzt bewirken, dass wir rot sind? Ein Elefant. Ja, ich denke, wir bekommen die Elefantenverwandlung hier. Okay. Wie brauche ich den Elefanten wahrscheinlich... Sonst wäre die Statue da nicht und hier komme ich nicht drüber. Und ich bezweifle. Also ich vermute, ich muss die Dinger runterhauen.
um durch die Lava gehen zu können. Oder weil ich rot bin, kann ich dann unverletzt durch die Lava. Ich will es eigentlich nicht ausprobieren. Gehen wir erstmal lieber zur rechten Seite, da wo ich blau geworden bin. Oh, verdammt. Was zum... Aua, aua, was? Kann ich dich wenigstens verletzen? Naja, ich muss es richtig timen. So, ja. Okay, du warst nicht schwer. Was ist das da unten? Das ist ein roter. Den kann ich auch verletzen. Was hat es da mit den Farben auf sich? Ich meine, es hätte ja sein können, dass man vielleicht Gegner nur verletzen kann, wenn man gewisse Farben hat. Aber du rennst von mir weg. Bist du eine Schatztruhe oder so? Muss ich dich kaputt machen? Das würde zumindest Sinn ergeben, aber ich komme nicht an dich dran. Dann gucken wir mal. Ach so, vielleicht ist das so magnetischartig. Noch mehr Lava. Dass wenn ich blau bin, dann werden die blauen von mir abgestoßen. Vielleicht gibt es ja auch rote, die werden dann angezogen oder so. Und wenn ich halt rot bin, werden die blauen angezogen. Wer weiß. Leben! Ich werde da ganz bestimmt nicht runterspringen. Also ich bin ein Affe. Moment, das möchte ich ausprobieren. Vielleicht bin ich auch als Affe rot. Ja, ich bin ein roter Affe. Nein! Nein! Verdammt. Naja, das war ja eigentlich klar. Okay, dafür war das Extra-Leben da auch da. Mute ich mal und jetzt bin ich gespannt. Nicht? Doch, jetzt werde ich angezogen. Also wird es angezogen. Macht es Schaden? Nö. Ah, ein Schlüssel. Okay, es ist wirklich so magnetisch. Cool. Kaum ist man in einem Tempel drin oder in einem Dungeon und schon hat man wieder solche coolen Sachen. Also dafür liebe ich dieses Spiel. Das ist einfach nur cool. So, jetzt bin ich natürlich gespannt, ob ich die richtige Farbe habe. Gehen wir erstmal nach links. Na gut, rot. Und jetzt sind wieder Dinger zum... Wow, was bist du denn? Ein Steingolem. Aua. Geh kaputt. Oh. So, okay. Der scheint auch nicht besonders schwer zu sein. Das heißt, ich muss nur auf ihn...